Es ist wieder Zeit für unser Magazin Lesezwerge. Ich heiße euch herzlich willkommen. Gefühlschaos pur, so das Motto unserer heutigen Ausgabe. Eine beste Freundin zu haben, der man alles anvertrauen kann, ist das Schönste auf der Welt. Doch schnell gibt es Streit und jeder geht seinen Weg. In Beste Freundin, blöde Kuh von Patricia Schröder ist das Leben von Miri vollkommen durcheinander. Ihre ex-beste Freundin Joey nervt und ihre neue Freundin Junia weiß immer alles besser. Und dann noch diese Schmetterlinge im Bauch. Ein spannend geschriebenes Buch, das keine Wünsche offen lässt. Ein Praktikum beim Film. Hollywood-Feeling spüren. Lila hat ihr Abitur gerade in der Tasche und kann ihr Glück gar nicht fassen. Doch mulmig ist Lila schon. Einfach weg von zu Hause und weg von Sascha, ihrer ersten Liebe. Aber wie sagte schon Steven Spielberg, Kino ist ein Vorwand, sein eigenes Leben ein paar Stunden lang zu verlassen. Aus der Reihe Ich bin ich ist das Buch im Planet Girl Verlag erschienen. Die Autorin Gwyneth Smith studiert zunächst Jura und entdeckt dann die Welt der Bücher für Mädchen und junge Frauen. Ein schönes Buch, um in eine fremde Welt abzutauchen. Paulina ist dick. Punkt. Marcus Mepier. Ich kann nicht aufhören, an ihn zu denken. Der heutige Tag hat so viel gebracht, was ich nie für möglich gehalten hätte. Ob er sich von mir zeichnen lässt? Ich könnte sogar aus dem Gedächtnis ein paar Skizzen machen. Jetzt weiß ich noch genau, wie der Schwung seiner Lippen beim Lächeln ausgesehen hat. Wer weiß, ob wir uns tatsächlich nächste Woche sehen. Den Donnerstag haben wir vage angepeilt. Er wollte nur erst noch seinen Kalender checken. Aber wer weiß, ob das nicht nur höfliches Geplauder war. Ich sollte mir nicht zu viele Hoffnungen machen. Meine Hoffnungen haben diese absolut frustrierende Tendenz, enttäuscht zu werden. Ich wälzte mich von einer Seite auf die andere. Marcus Mepier. Marcus Mepier. Es schmeckt eben und macht glücklich. Unerwartet tritt Markus in ihr Leben und wirft alles durcheinander. Was passiert mit Paulinas Gefühlen? Sie kann es sich kaum erklären. Und so langsam wirft sie ihren Panzer ab. Ein Buch, das wachrüttelt. Der Autorin Chantal Schreiber ist es auf eine einfühlsame Weise gelungen, mit dem Buch dick angezogen Mut zu geben, den Weg nach Veränderung zu suchen. In dem Buch Das Orangenmädchen des norwegischen Autors Jostein Garner geht es um das Leben, die Liebe und den Tod. Manchmal ist es bei uns Menschen so, dass es schlimmer ist, etwas zu verlieren, das wir lieben, als dieses niemals gehabt zu haben. Dies schreibt Georgs Vater Jan Olaf seinem Sohn, 11 Jahre nach seinem Tod. Georg ist 15 Jahre alt und war 3, als sein Vater an einer unheilbaren Krankheit starb. Er hat seinen Vater so gut wie gar nicht gekannt und nach 11 Jahren taucht ein Brief auf, den sein Vater vor seinem Tod an seinen Sohn geschrieben hat. Ein Abschiedsbrief für seinen großen Sohn, den er nicht kennenlernen durfte. Erzählt wird die Geschichte über die Suche nach der Liebe, nach dem Orangenmädchen und die Suche nach dem Leben. Der Leser hat das Gefühl, einen verklärten Blick zu haben, der sich langsam von Seite zu lichten scheint. Es ist nie früh genug, über das Leben nachzudenken und der Autor bietet mit Das Orangenmädchen die Möglichkeit dafür. Die Geschichte vermittelt auf einer leicht einfühlsamen Weise, wie schwer es ist, einen Menschen zu verlieren und das Leben dennoch weitergeht. In Schere, Stein, Papier, geschrieben von Patricia McLachlan, geht es um das Findelkind Sophie. Ausgesetzt vor der Tür einer Familie ist sie sich nach ihrer Geburt sich selbst überlassen. Liebe erfährt Sophie von ihrer neuen Familie nicht gleich. Die Familie hatte erst wenige Monate vorher ihr Baby nach nur einem Tag verloren. Doch Sophie schafft es, die Familie in ihren Bann zu ziehen und alle mit ihrer Liebe zu bezaubern. Die Themen des Buches sind trauriger wie Abschied, Trennung und Tod. Allerdings schafft es die Autorin immer auch Hoffnung und neue Freude zwischen den Zeilen zu verstecken. Von den amerikanischen Buchhändlern ist das Buch übereinstimmend zum besten Kinderroman gewählt worden.